Hey, willst du heute mal eine Ankündigung machen? Hallo und herzlich willkommen hier auf die Miris. Und ich bin das süßeste Meerschweinchen der Welt. Ja, das wollen wir ja mal sehen. Hey, das stimmt, ja. Okay, dann kann ich dir auch nichts gegen sagen. Heute geht es um Pudding. Und sie freut sich, weil wir uns freuen, weil sie sich freut, weil es ist was ganz Wundervolles passiert. Aber dazu gleich nach dem Intro. Gib mir was zu essen, du Pappnase. Los, Spot, sag ihm, dass er uns was zu essen geben soll. Guck nicht so doof. Hallo, alles klar? Und an dieser Stelle fällt mir gerade ein, dass wir noch gar nicht das neue Intro gemacht haben, weil wir noch von den neuen beiden Meerschweinchen gar keine Zeichnung haben. Ja, aber wir machen jetzt auch keinen Stress darum, denn es ist Anfang des Jahres und wir haben durch, naja, gewisse Dinge, die im Moment passieren, auf der ganzen weiten Welt, einfach alle etwas, sagen wir mal, Zeit. Wie nennt man das? Wir sind überfordert! Ja, das sagt ihr, weil ihr faul seid und Ausreden braucht. Das kann ich mir genau so vorstellen. Ja. Nein, das ist wirklich so. Faul? Carina muss halt auch arbeiten. Tust du arbeiten, Fräulein? Ich bin niedlich und guck mal, ich habe mich gerade geputzt. Das sollte reichen. Und geschüttelt habe ich mich auch. Ja gut, dann fängst du jetzt an zu zeichnen und lernst das. Schönen Tag noch, ich bin dann weg. Ciao! So, Pudding. Komm mal raus, ich brauch dich. Oder lauf weg, das ist auch okay. Den halt nicht. Guck mal, da ist ein Smart, der doof aus dem Baumstamm rausguckt. Das kann er richtig gut. Darf ich mir wieder die Schuhe anziehen? Die fallen mir dann gleich wahrscheinlich wieder ab. Und dann darf ich erstmal Pudding rausholen. Weil es ist nämlich was ganz Wundervolles passiert. Und das meine ich wirklich ernst, das ist was Unfassbares passiert. Marshmallow ist noch niedlicher geworden, aber sie meckert zu viel. Nein, mit Pudding ist was ganz Tolles passiert. Und Potato ist auch nur noch am Meckern. Was ist los? Achso, weil Spot mit dem Gebäude ist. Na, ist das zu eng? Hallo, Pudding. Und danke, dass du gerade Hackengas gegeben hast, als ich dich rausnehmen wollte. Das ist, ja, vielen Dank dafür. Du gehst jetzt mal nach da und wartest da. Und ich mach mich mal eben sauber. Toll. Da sind sie alle. Und ich habe dich jetzt einfach mal hier reingesetzt. Warum sollte ich dich mit rübernehmen? Hier riecht's nach den anderen Meerschweinchen. Das geht in Ordnung, wa? Ey, nicht abhauen. Ich wollte dich noch eine Runde zeigen. Weil du bist nämlich krank gewesen. Und wegen dir haben wir extra eine Tierarztkasse eingerichtet, als ich letztens gestreamt habe. Denn nämlich... Wir haben nämlich in einem Frühstücksstream von mir festgestellt, dass sie einen Knubbel an der Backe rechts hat. Ne, das kennt ihr ja aus vergangenen Videos, das hatten ja schon mehrere Meerschweinchen. Und das Dumme ist, normalerweise ist das damit verbunden, dass man das wegoperieren muss. Das kann alles mögliche sein, von Krebs, was nicht so cool ist, bis meistens eine Eiterblase oder einfach nur so eine Entzündung. Aber es ist halt nie cool. Und darum habe ich dann in einem 12-Stunden-Stream meine Spendenkasse von Waifus auf Meerschweinchen-Tierarztkasse gemacht. Und siehe da, wir haben locker 200 Euro eingenommen. Vielen, vielen, vielen Dank an alle Spender. Das Geld wird natürlich für die Meerschweinchen benutzt. Mehr als offensichtlich, weil wie wir alle kennen, diese Müffelstücke können schon mal ein bisschen viel kosten. Warum guckst du mich jetzt dabei an? Ich bin hier und ich putze mich jeden Tag. Ich habe keine Ahnung. Was du meinst. Und auch sie hat ja schon mal ein bisschen sehr viel in letzter Zeit gekostet und sie hatte ja auch sehr viel Stress, als wir sie bekommen haben. Und als sie dann jetzt im Stream diagnostiziert wurde, dass sie an dieser Stelle einen ganz, ganz großen Knubbel hatte, war mir klar, dass ich zum Tierarzt gehen musste. Das gefällt dir nicht? Oder was ist denn das? Und ich zeige euch das mal eben. Pudding geklaut. Nein, das ist meine Pudding. Unsere Pfoten weg von Pudding. Trinken? Soll ich dir gleich was zu essen holen? Bist du damit dann zufrieden? Du magst das. Lässt komm sich her. Immer hängen. Ja, komm hier. Oh nein. Oh was? Oh was? Oh nein. Oh nein, was? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, die wird einen entzündeten Zahn haben. Du hast einen entzündeten Zahn. Kannst du das bitte lassen? Alter. Ja, die hat einen entzündeten Zahn. Oh Mann! Es lief ja auch alles nur zu gut gerade. Hier hat es gleich angefangen, 15 Uhr. Toll. Dann habe ich natürlich einen Tierarzt gemacht. Dummerweise habe ich den erst 5 Tage später bekommen. Aber das sollte jetzt ja nicht das Problem sein. Aber naja, ich meine...
Wenn es schlimmer werden würde, hat der Tierarzt gesagt, dass er sie natürlich vorzieht. Ne? Dann hättest du wieder eine besondere Special-Behandlung bekommen. Ich hätte auch am Wochenende kommen dürfen. Ja, so gut kennen wir unseren Tierarzt. Dann hätten wir sie untersuchen lassen und operiert. Aber... Das kleine Aber unterbrechen wir einmal mit einem süßen Meerschweinchen. Ich muss nur eben eins suchen. Da hinten ist eins. Hey, was soll das? Ich bin auch voll süß. Ah, guck mal, Potato ist total niedlich, auch wenn sie gerade weggeht. An dem Tag, wo wir mit ihr zum Tierarzt gehen wollten, habe ich sie drüben in das andere Gehege rausgetan, um sie halt darauf vorzubereiten, dass wir gleich zum Tierarzt müssen und damit ich sie nicht am Tag dann hier rausholen muss. Und dann habe ich nachgefühlt und wie durch ein Wunder, und das meine ich wirklich, wirklich ernst, ist der ganz, ganz große Knubbel einfach weg gewesen. Und ich schwöre, dass er noch einen Tag vorher da war. Ziemlich faszinierend. Jetzt haben wir eine volle Tierarztkasse und ein Meerschweinchen, das sich durch wundersame Kraft selber geheilt hat. Also würde ich sagen an dieser Stelle, dass es natürlich eine Eiterbeule war, also ein Eiterknubbel. Aber es war schon richtig groß. Also gefühlt war es ungefähr so groß. Also alles nur nicht cool. Und ich glaube, ich habe davon auch noch ein paar Clips, wie das dann hinterher aussah. Ich zeige die euch mal eben. Also wir haben hier einen total süßen Spotty. Dem geht's super gut. Wir haben hier eine Pudding. Hallo Pudding. Mit dir müssen wir gleich zum Tierarzt gehen. Weißt du das schon? Wir gehen zum Tierarzt schon wieder. Ja, aber der Knubbel ist weg. Wir haben sie gerade rausgeholt. Und der Knubbel ist weg. Er ist einfach weg. Die hat jetzt hier so eine Stelle. Da war dann wahrscheinlich was. Da hatte sie sich entzündet. Aber es ist weg. Du bist gesund. Wir gehen jetzt gleich einmal trotzdem zum Check-up zum Arzt. Und dann passt das. Sieht man das jetzt? Ich weiß nicht. Sieht man das? Sie wehrt sich jetzt wahrscheinlich mal dagegen. Versuch das mal zu zeigen. Ich will nicht. Da. Seht ihr? Da war was. Also das hatte sich anscheinend entzündet. Ja, Fräulein. Was hattest du denn dann gemacht? Gut. Das freut mich. Das freut mich wirklich. Gut, hier auf der Seite. Das ist jetzt nur so eine Kruste noch. Da sind wir schon wieder fertig, du Socke. So, nur um zu zeigen, dass ich auch wirklich nicht lüge an dieser einen Stelle. Da hatte sie was. Da kann man es sehen. Da ist die verheilte Wunde. Jetzt wieder ein paar Tage später als die Aufnahmen von gerade. Und ich bin einfach nur super happy, weil ich dir wirklich nicht noch mehr Stress antun wollte. Und das wäre auch wieder unnütz teuer gewesen. Ne? Ja, und ich bin super froh, dass es dir jetzt... Durch wundersame Heilkraft. Hey, du bist voll Jesus-mäßig. Ey, du hast dich selber geheilt. Das ist voll cool. Nicht wahr, Sold? Das ist voll cool. Jetzt musst du total begeistert sagen. Ja, das ist voll cool. Du musst jetzt einmal niedlich sein. Sei mal einmal niedlich für die Zuschauer. Oh mein Gott, ich liebe dieses Meerschweinchen so sehr. Oh, wer hätte mir gedacht, dass du mal so zutraulich wirst? Dass du dich selber geheilt hast. Und ich hoffe, dass meine Meerschweinchen auch erstmal gesund bleiben. Dass man nicht todernst. Bitte bleibt alle gesund. Aber ich freue mich natürlich auch, dass wir jetzt 200 Euro auf der Kante haben. Und das Ding ist, es kommt bald noch etwas. Ich weiß von etwas, das in einem Paket ist. Und danach habe ich nur noch unfassbar schlechteres Gewissen. Und ich bedanke mich einfach für alle, die uns unterstützen. Vielen, vielen Dank. Ich komme manchmal mit so viel Aufmerksamkeit, auch nach so vielen Jahren, einfach nicht klar. Naja, aber ich hoffe, dass ich das euch einfach gut tun kann, indem ich unsere Meerschweinchen einfach wunderbar behandle und sie zu den glücklichsten Müffelstücken mache, die es so gibt. Darum vielen, vielen Dank, dass du dich einmal selber geheilt hast. Also du kommst jetzt auch wieder zurück. Und dann ist alles gut. Bitte dann auch gesund bleiben. Dankeschön. Ne? Ich bin gerade sehr froh, dass meine 7 Meerschweinchen sich hier unfassbar gut miteinander verstehen. Ne? Du Perücke, du. Wie? Was ist los? Willst du Essen haben? Da kommt sie auch direkt angerannt. Es gibt Essen, ich habe Essen gehört. Hallo? Essen? Was? Hallo? Essen? Kommt ihr darauf, dass ich Essen habe? Achso, deshalb wahrscheinlich. Naja, okay, also, wenn ihr auch total happy seid mit der wundersamen, glücklichen Überraschung, dass dieses Meerschweinchen sich selber heilen kann, dann Daumen rauf und wusstet ihr, dass nicht alle, die diese Videos sehen, schon abonniert haben? Ich würde das mal ändern. Hier passieren viele tolle Sachen. Also, dann würde ich sagen, man hört und stört sich. Danke für alles! Ich komme da wirklich nicht drauf klar. Ich könnte manchmal echt heulen, wenn ihr solche Aktionen macht. Ich mache einfach weiter meine Meerschweinchen damit glücklich. Ist das okay? Ich glaube, wenn die glücklich sind, dann seid ihr auch glücklich. Top! Da! Tada!
Jetzt ist sie überfordert. Wo bin ich denn hier? Was soll denn das? Na, ist egal, hier ist kuschelig, hier bleibe ich. Na gut, dann würde ich sagen, man hört und stört sich. Und ich wünsche euch alles Gute. Danke für alles ein weiteres Mal. Ich kann einfach nicht oft genug Danke sagen. Ganz, ganz ehrlich. Eigentlich sollte heute ein Auspackvideo kommen, aber ich habe mir gedacht, die wundersame Heilung eines Meerschweinchens ist wichtiger. Und außerdem freut ihr euch zu hören, dass es ihr super gut geht, weil die Leute, die das halt im Stream mitbekommen haben, die haben mich dann immer wieder gefragt, so, und wie geht's ihr jetzt? Wie geht's ihr jetzt? Und da musste ich ihnen sagen, ja, es geht ihr unfassbar gut. Sie hat sich selbst gehalten. Das war der schönste Tag. Ernsthaft. Montag kann gerne immer so anfangen, mit einer so tollen Nachricht. Und ich halte jetzt einfach die Klappe und ihr hört noch ein bisschen fressende Meerschweinchen. Bis dann. Oh mein Gott, danke für alles. Ernsthaft, ich komme da drauf nicht klar. Und Salt ist wie immer sehr, 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 sehr vorsichtig. Ach ja, genau. Guckt noch das neueste Video auf meinem Kanal. Ich mache jetzt wieder ganz, ganz viele Videos. Ich mache die Streams zu Videos. Und wenn ihr was kaufen wollt, Links sind unten in der Videobeschreibung. Bla bla bla, ihr kennt das. Oder guckt das neueste Video auf die Müffelstücke. Hier ist viel zu gucken. Hoffentlich gefällt es euch alles. Bis dann. Jetzt halte ich wirklich die Klappe. Ah! Das ist nichts zu essen. Meine Hand ist nichts zu essen. Ah! Ist das jetzt bloß mir zu gefährlich hier? Was soll das denn, ey? Da! Guten Hunger! Muss ich aufpassen, dass ich nicht gefressen werde hier. Das ist ja der Wahnsinn. Was soll denn das?